Hallo und herzlich willkommen zur 222. Folge von LPM S5. In der heutigen Folge möchte ich euch etwas zeigen. Ist jetzt bestimmt auch unten am Inventar, wenn ich das öffne. Hier ist ein bisschen was drin. So. Ich habe nämlich mal was gemacht. Nämlich, jetzt habt ihr das Fleisch schon gesehen. Oh, muss ich mal nochmal runtergehen. Dass ihr das noch nicht seht. Tada! Prinzipups! Wow, großes Freuen! So, das wollte ich mal kurz abwarten. Das war nämlich sehr laut. Ja, das ist unser Prinzipups Werbeplakat. Uns kam da auch eins, da habe ich gedacht, ja, schaust du dir mal an, wie das aufgebaut ist und dann baust du es mal nach. Und wie ihr seht, habe ich auch da ein bisschen noch offscreen hier an der Serpentine weitergebaut. Also man kommt jetzt wie gesagt hier unten raus. So, kommt hier unten raus. Mal kurz was essen. Ich habe mir inzwischen wieder Kaninchen nachgeholen müssen, weil die so schnell alle gegangen sind. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch wieder alle gehen. Hier sind noch ein paar Truhen. Hier sind auch noch Fackeln. Können wir auch noch mitnehmen. Redstone können wir auch noch hier. Haben wir jetzt schon 10 Stück von hier, die wir ja eingesammelt haben. Hier ist das untere. Gibt man eben hier. Und dann hier so hoch. Da habe ich mit Eichenzäunen hier befestigt. Ja, weiß nicht, ob ich den Erdprompel da lasse. So, und hier habe ich dann den Aufgang. Da hätte ich auf die Seite noch gerne weiß gebrannte Lehm machen. Das ist natürlich. Wir würden dann so schräg hier hochgehen. Dem Fackeln folgen, wie gesagt. Von da oben hat man auch noch einen schönen Ausblick, oder? Sehr schön. Da werden wir uns noch ein bisschen weißen Lehm schnappen. So. Haben wir noch ein bisschen was. Das ist auch weiß gefärbter Ton. Tue ich mal hier unten. Wir brauchen noch. So. Ein ganzes Deck wird wahrscheinlich nicht reichen. So. Ich tue erstmal alles ja wegbeuteln. Oh ne, der hier unten nicht. Muss ich mir mal kurz die Steine holen. Sehr schön. Sehr schön. Ich hatte letztens mal mein Spam-Ordner durchgeschaut, ob da irgendwas drin ist. Da war sogar was drin. Das war sehr, sehr komisch. Irgendwie. Müsst ihr euch vorstellen. Ich habe eine Spätschicht. Das heißt, ich habe den auch so in der 0. Stunde beantwortet. Und ich glaube, so. So.
Der hier. Keine Ahnung, wie ich das hier oben mache. Eventuell so. Eventuell so. Weil es die Innenkurve ist. Können wir noch ein bisschen schwarzen Lehm mitnehmen. Oder wir legen diese Erde mal hier hin. Hier ist ein Kohleflöz. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Das müssen wir mitnehmen. Ah, hier weiter ist nichts. Okay. So. Den hier. Oh, jetzt haben wir keine Erde mehr. Ja, warte mal kurz. Wir haben doch hier ganz schnell Erde, wenn wir die. Aber ich weiß nicht, wie ich die gestalte. Ich werde das wahrscheinlich so machen, wie so ein V, wie man dann ja so hochläuft. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, der. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ist auch erstmal Lebenssache. Es geht ums allgemeine Prinzip. Und zwar hat dieser mir geschrieben, warum stellt man sowas auf YouTube? Und davor stand noch ein Wort und das hieß lächerlich. So. Das war unter einer Banished-Folge. Banished Staffel 2, Folge 7. Ich habe die Partei dann in dem Moment etwas längeren Text geschrieben. In dem Moment geschrieben, dass er mir doch bitte sagen soll, warum er das formuliert hat, weil daraus kann ich mir keine Verbesserungen rausbilden. Und ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Meines Erachtens nach. Wenn Leute, sehe ich gerade bei etwas größeren, was heißt etwas größeren YouTubern, wie zum Beispiel Pete's Meat, es gibt immer, jetzt mal davon abgesehen, es gibt bei jedem, gibt es welche, die den Kanal nicht mögen und da irgendwie was dagegen haben. Bei jedem, egal was es ist, ob es gut oder schlecht ist. Und es gibt die Partei, die sagt, wir mögen es. So. Es ist natürlich die Partei, die es nicht mag. Ne? Es sei denn, sie mag nicht das Spiel oder wie der Mann oder die Frau, die das aufnimmt, mögen sie nicht wegen ihren oder eben seinen Charakters. Kann natürlich auch sein. Oder es liegt an der grafischen Seite. Das kann auch sein. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen. Oh, ne, roter Mod. Warum bin ich da runtergerannt? Na egal. So, hier haben wir Stufen. Nehmen wir die mal mit. Nehmen wir mal noch ein bisschen davon mit. Ich bin noch ein bisschen ermüdet. Ist noch am Morgen. Wir haben es 9:45 am Morgen. Und ich lade die Folge danach frisch hoch. Es könnte ein paar Minütchen später rauskommen. Ich habe mir das dann so gedacht. Weiß. Rot. Nee. Komm. Weil die Wand eh weiß ist, schaut das doch so viel besser aus. Schaut's auch. Schaut viel cooler aus.
Lass mal so. Lass mal so. So. War gerade ein bisschen laut. Das ist doch viel besser, das schöne Lied. Gucken wir erstmal auf die Stufen lang. Und aufs Bett langt. Ich habe mir schon wieder kein Bett. Ich wollte mir eins von. Autsch. 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 Schnell! Sprinte! Ich wollte mir eins hier von der hier Schule hier, der Jump-and-Run-Schule mitbringen. Demnächst wird es ja auch mal in die Innenstadt gehen. Und da ist halt die Erlaubnis, dass man da ein bisschen im Kreativmodus bauen kann. Mich hat nämlich da letztens jemand angeschrieben, wenn das Let's Play der Staffel 5 heißt ja Chroniken aus der Südesmeraldischen Vereinigung. Da hat er recht. Da hat er recht. Da ich aber überall verzeichnet habe, dass das eigentlich nur die Mystik betrifft mit dem Let's Play, weil es ja meine Hauptbaustadt, kann ich sagen, also nicht die Hauptstadt, sondern die Baustadt. So. Jetzt tun wir hier ein bisschen begradigen. Weil hier kommt das hoch, oder? Ja, machen es hier hoch. So, tun wir es hier ein bisschen ausbuchten. Müssen die Erde auch mal hier runter tun. Tun wir mal die Spitzhacke hier weg. Ah, hier fehlt auch noch was. Hier noch zwei grobe Erde hin. So. Das hat man doch hier. Vielleicht noch ein bisschen grobe Erde. Hier ist sogar noch welche. Kann auch noch grobe Erde hin. Nachdenkliche Musik. Du. So. Jetzt mal was essen. Dann haben wir hier oben, da wollten wir rein. Was ist das genau? Das trifft genau die Mitte. Ich will die Strecke ja auch nicht so lang machen. Dann kommt es dann hier hoch. Ich mache es erstmal mit einer Treppe. Genau. Ich mache das von unten am besten.
Grasbüschel kann man ja stehen lassen. Jetzt kann man hier noch eine Treppe hin. Und hier. Und hier. Und das war's erstmal. Sind wir schon ein bisschen weiter gekommen hier. Jetzt haben wir unseren weißen Ton und unseren roten Ton. Müssen wir jetzt unten anschließen. Fange ich mal von unten an. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich von dieser Position hier und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Und schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal was in der Stadt machen sollen.